Sohn des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Du hast uns, Herr, gerufen und darum sind wir hier. Du hast uns, Herr, gerufen und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir befinden uns in Sprüche 8. Und nicht umsonst, das finde ich sehr wichtig, heute Morgen heißt das Ding Bibellese. Das heißt eine fortlaufende Bibellese. Und gerade in dem Buch der Sprüche ist es sehr wichtig, das gesamte Buch der Sprüche zu lesen. Ansonsten kann man sich, wie wir, da wo ich herkomme, sich schnell mit Bibelversen trösten, aber den Zusammenhang nicht verstehen. Und ich sage es mal so hart, man kann verloren gehen mit einer Bibel in der Hand. Weil man einfach nicht schaut, was Gott insgesamt von uns Menschen möchte. Das ist auch ungefähr das Thema von heute Morgen. Sprüche Kapitel 8, die Verse 22 bis zum Schluss. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, war ich geborgen, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln, ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte. Da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben. Und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Soweit Gottes Wort. Und wie gesagt, wenn ich dieses Stück alleine nehme, dann wird es gefährlich. Verärgert. Ich war total verärgert, als ich eingetragen war für heute zur Andacht und dann diesen Text vorfand. Warum ich verärgert war, versuche ich euch in einer sehr kurzen Andacht ohne Erklärung vorzulegen. Und vielleicht am Anfang werdet ihr den Zusammenhang nicht verstehen. Eigentlich sollte ich ja jetzt wahrscheinlich über Weisheit reden und das werde ich nicht tun. Und ich werde es doch tun. Ich kam 1986 zum Glauben mit 23 Jahren und viele Bibelstellen wurden mir in Notsituationen zum Trost. Ja, die sprachen so exakt in meine Lebenssituation, dass ich das Gefühl hatte, Gott selbst wäre mit im Raum. Konkrete Gottesführungen und Gesichte taten das Ihrige dazu. Wahrscheinlich habt ihr das alle auch erlebt, insofern diese drei Sätze teilen wir wahrscheinlich gemeinsam. Doch auch fällt mir immer wieder auf, wie weit weg das Leben von Jesus doch für mich ist, obwohl ich ihn, gestützt durch Bibelaussagen, mir nahe denke. Alter Bund, ja, haben wir verortet in dem Spruch, Gesetze, die keiner halten kann. Schön. Aber die Frage jetzt, wo an mir ist der neue Bund? Ist es ein Wunder, dass so viele sehen, suchen, weil sie nicht finden und irgendwie nicht aufs gefunden werden, warten wollen? Gnade. Am liebsten würde ich nicht darüber reden.
Denn dann ist die Rede von der Gnade auch wieder ein Fach. Ein Fach, in dem wir übereinstimmen, was die Aussagen betrifft, aber wir selbst ungetroffen bleiben. Das ist, und jetzt sage ich es doch, das ist das Wesen der Gnade, dass wer sie festzuhalten versucht, sie nie gefunden hat. Denn Gottes Gnade bleibt Gottes Gnade. Sie wird nie ein Instrument der Menschen. Nicht, um sie zu reden, sie wirkt nämlich nicht als Rede, und nicht, um sie an sich selbst anzuwenden, dann wäre es nicht seine Gnade. Wenn es Gnade ist. Im Anfang des Buches Weisheit steht, in Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und in 9, Vers 10 steht, der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht und den Heiligen erkennen ist Verstand. Auch im Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang Gnade. Sein Nahen ist die Weisheit Gottes. Er ist der Wissenhabende um unser Elend. Und Gottes Furcht, Gottes Beziehungswille mit dem Menschen ist der Grund für die Weisheit am Menschen, die den Menschen stille sein lässt und auf den Herrn warten hilft. So gehört auch der Ruhm ihm allein. Wer von ihm gefunden wurde, der rühmt sich des Herrn. Alles andere, alle anderen verachten Weisheit und Zucht. Wer von ihm gefunden wurde, der ordnet sein Leben, sei es elend oder ruhig. Der ordnet sein Leben nach der Furcht des Herrn, die der Anfang der Weisheit, der Erkenntnis ist. Amen. Wir wollen auf den Herrn warten, ob er uns Gebete schenkt, uns mit hineinnimmt in seine Anliegen. Vorformuliert haben wir dazu auch noch Bitten, Flehen und Danksagung. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus und richten unser Leben nach seinem Haus. Und richten unser Leben nach seinem Haus. Der Herr, Betonung, der Herr, segne uns und behüte uns. Der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über uns. Und schenke uns Gnade und sei uns gnädig. Des Herrn Angesicht leuchte auf eurem Gesicht, auf unserem Gesicht. Und er schenke uns seinen Frieden. Amen.